Herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Für das heutige Projekt brauchst du eine Serviette in weiß und mehrlagig, ein Stück Backpapier, das Erhitzungsgerät von Stampin' Up, eine Kerze, die Stampin' Blends, weil ich eine farbige Kerze haben möchte, ein Memento-Stempelkissen in schwarz, ein Stempelset. Ich habe genommen Frei wie ein Vogel aus dem neuen Stampin' Up Katalog, der ab 4.6. gilt. Und dann kann es schon losgehen. Ach, ich zeige dir, was ich schon mal für Kerzen gemacht habe. Und zwar hier eine einfarbige. Mit dem neuen Set, das es auch ab Dienstag gibt, setzt die Segel von Stampin' Up ein maritimes. Damit habe ich schon ganz viel gestaltet. Werde ich in den nächsten Tagen sicher noch einiges auf dem Blog und hier im Video zeigen. Die Kerze mit dem tanzenden Mädchen habe ich auch gestempelt, in farbig, und so ähnlich farbig möchte ich heute auch kolorieren. Ich brauche eine Unterlage, ich brauche die Serviette, zugeschnitten so, dass sämtliche geprägte Ränder abgetrennt sind, denn die möchte ich nicht auf der Kerze haben. Das Memento-Stempelkissen verwende ich, wenn ich kolorieren möchte. Ansonsten geht jedes andere Stempelkissen auch. Motiv mit den vier kleinen Vögeln und das vielen Dank setze ich hier oben drüber. Mal sehen, wie gerade das wird. Okay, lass mal so durchgehen. Jetzt koloriere ich, dabei muss ich relativ schnell arbeiten, dass mir das Motiv nicht verläuft. Ich male hauptsächlich mit der dünnen Spitze. Muss nicht immer unbedingt bis an den Rand kolorieren, weil die Farbe ein wenig fließt. Und dadurch, dass die Serviette mehrlagig ist, arbeite ich jetzt möglichst auch ziemlich schnell, um die unteren Lagen abzubekommen. Vorher abmachen ist aber auch ungünstig. Da ist die Gefahr, dass die Serviette zerreißt. Also einfach zügig alle Farben auftragen. Muss nicht überall bis an den Rand malen. Es verläuft ein bisschen. Chili nehme ich für die Blüten. So, dann die kleinen Piepmetze. Hier nehme ich doch erstmal ein bisschen dicke Seite. Und bei der dunkleren Blend nehme ich die dünne Spitze. Das sieht jetzt alles noch besonders kräftig in den Farben aus. Das wird weniger, sobald die Lagen drunter weg sind. So. Ja, bevor ich die Lagen entferne, aber jetzt gehen sie schon von selber ab, auch okay, reiße ich das Motiv aus, recht grobflächig. Denken musst du, alles was übersteht, musst du irgendwie auf der Kerze fixieren. Also so nah wie möglich am Motiv, aber nichts abreißen. So. Einmal glatt streichen die Kerze. Schauen, dass die Schrift einigermaßen drauf kommt, gerade drauf kommt. So. Das habe ich, das lege ich beiseite. Schön abdecken mit dem Backpapier und hier hinten festhalten. Und jetzt mache ich gleich den Föhn an. Ich versuche, das Motiv an allen Stellen an die Kerze zu schmelzen. Ich lege mir wieder was unter, weil das Wachs doch aus dem Papier raustropfen kann. Dauert jetzt ein bisschen, da ich alles gleichmäßig anschmelzen muss. Dabei schön straff halten, dass es keine Falten gibt. Zwischendurch mal ausmachen und schauen, wie weit der Erfolg ist. Bevor ich das Backpapier abziehe,
streiche ich erst nochmal glatt, dass es auch keine Wellen im Motiv gibt. Hier hinten muss ich noch ein bisschen anschmelzen, das mache ich noch. Und dann ist die Kerze gleich fertig. Nochmal glatt streichen, abziehen. Und schon ist meine Kerze fertig koloriert. Das Motiv aus der Serviette ist jetzt praktisch unter einer dünnen Wachsschicht. Das Wachs hat sich leicht darüber geschmolzen. Schauen, dass es überall richtig angeschmolzen ist. Ja, so einfach kannst du eine Kerze mit Stempeln kolorieren. Hier habe ich das Motiv schon mal mit herzlich willkommen bei uns. So einfach geht's. Viel Spaß beim Nacharbeiten. Falls du Fragen zum heutigen Projekt hast, schreib mir eine Nachricht. Alle Kontaktdaten findest du unter dem Video und natürlich auf meinem Blog www.stempelfamilie.blogspot.de. Ich wünsche dir kreative Zeiten und bis zum nächsten Mal. Deine Angela von der Stempelfamilie.